Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Resident Evil. Das Remake in HD, liebe Freunde. Auf dem, auf YouTube übrigens in 2K. Also eigentlich ist es HD, aber halt hochskaliert. Einfach weil YouTube für 2K mehr Qualität zur Verfügung stellt und ja. Deswegen. So, haben wir hier noch eine Tür. In der letzten Folge sind wir hier. Mussten wir in diese verlassene Villa fliehen, weil uns irgendwelche ekligen Zombiehunde angegriffen haben und meine Kollegen sind jetzt weg. Aber hier komme ich irgendwie nicht weiter. Aber es beruhigt mich, dass wir die Zombies endgültig töten können. Und nicht nur außer Gefecht setzen für eine kurze Zeit. Was haben wir hier? Ah, hier. Komm. Nimm doch. Guck mal, da ist ein Edelstein. Junge, ein Diamant. Nimm den. Was? Ist das richtig, was ich tue? Oder andere Richtung? Sieht irgendwie falsch aus. Nein! 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 Oh, Junge! Chris! Christian, komm, die Seite. Ich schieb mal hier lang. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist hier. Da jetzt runter? Ich weiß es nicht. Warum hat die den Diamanten? Muss ich den nicht mitnehmen? Nein! Nein! Mann! Aber das ist ja auch nicht irgendwie eine Anhöhe oder so, dass ich da hochsteigen könnte. Fussel. Aber ich... Okay, hier kann ich nicht runter. Ich wollte hier gerade... Was muss ich damit tun? Muss ich die... Ich kann die ja sonst wohin schieben. So, nu? Vor allem, ich kann die ja jetzt nicht mehr nach da schieben. Also zurück. Weil ich komme ja auf die andere Seite nicht mehr. Doch, komme ich. Hier. Hä? Okay, ich kann sie tatsächlich zurück... Okay, also hier lang dann doch nicht, oder? Wieder zurück? Ich gehe einfach durchs Geländer. Ah, oh, Kopfschmerzen! Ich weiß es nicht, Freunde. Ich schieb das jetzt einfach nochmal hier in die Richtung, aber... Nein, pass auf, ich muss die runterschieben. Ist es das? Ich muss sie da runterschieben, vielleicht? Guck mal, so. Auf die Kollegin. Haha, okay. Hat ja jetzt gar nicht lange gedauert, bis ich das geschnallt habe. So, cool. Das ist also im Raum unten. Ja, hier war eh alles verschlossen. Ich glaube, ich kann zurückgehen, Freunde. Coole Nummer. Irgendwann ein Zombie, ich sag's euch. Da steht irgendwann ein Zombie vor der Tür. So, wir müssen zur Tür genau drunter. Das heißt, hier lang, das war im Speisesaal.
Zack. Und im Speisesaal haben wir ja auch den Zombie noch. Also hier. Den ich ja dann mit meiner Waffe... Ach, fuck. Ich vergesse das immer. Auch ausschalten könnte. So kann ich jetzt hier nicht speichern, ne? Ach. Hä, zwei? Ich dachte, ich hätte... Egal, Freunde. Wir haben Farbband. Ich würde sagen, wir speichern jetzt hier. Oder ich mache das am Folgenende. Ich glaube, ich mache das am Folgenende. Die einzige Bewegung ist das stille Flackern der Kerzenflamme. Okay. Sonst... Ah, ja. Komm her, Junge. Blauer Edelstein. Mitnehmen. Wir haben halt nicht mehr... Also jetzt haben wir keinen Platz mehr im Inventar, ne? Dann gehe ich jetzt nochmal ganz kurz in den Raum drüben. Da war ja auch eine Statue. Da blinkt da auch irgendwas in der Hand. Aber wie komme ich da ran? Da muss ich doch die Kommode nehmen, oder? Da muss ich den Zombie halt abknallen. Hey, mach auf. Steht er da noch? Er steht da nicht mehr. So. Wie komme ich da ran, Alter? Wie komme ich da? Da kommt er. Okay, soll ich die Munition... Ich weiß es nicht, Freunde. Wir haben 15 Schuss, beziehungsweise jetzt nur noch... Ist der... Oh, ich dachte, der geht da dran vorbei. Jetzt halt nur noch 12. Komm, wir riskieren's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also nach Adam Riese habe ich jetzt noch 6 Schuss übrig. Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Was mache ich denn jetzt? Fuck! Vielleicht... Oh nee, jetzt habe ich einfach 6 Schuss verballert. Warum ist der nicht gestorben, Alter? Frau am Brunnen... Wie komme ich da ran, Mann? Tür ist verschlossen. Scheiße. Okay, ärgerlich, aber nicht zu ändern. Wir machen Folgendes. Wir gehen nochmal raus. Flitzen wieder rein, weil da ist vielleicht der Zombie noch nicht da. Schieben das Ding vor mit einem Affenzahn. Lieber Christian. Alter, das ärgert mich. Jetzt gerade 6 Schuss vergeudet. Scheiße, ich komme da gar nicht... Nein! Ich muss das zurückschieben. Ich... Oh Gott, er kommt! Nein! Nein, verdammte Steuerung! Mach zu! Nein! Von der Seite! Schieb! Schieb! Okay, Freunde, ich muss gucken, ob ich irgendwo anders weiterkomme. Ach, Mann! Oder einfach auf die schießen, auf die Statue? Das wird doch nichts bringen. Er zielt ja nur geradeaus. Oder? Nee, er hat auch hochgezielt. Okay, Freunde. Nee. Wir gehen zurück. Bevor ich jetzt wieder Schüsse verballer, gehen wir zurück.
Ja, komm. Und dann speichere ich. Oh, Alter. Scheiße, ey. Komm. Ja. Freunde. Das wird uns das ganze Spiel noch begleiten, Mann. So, komm. Wir speichern die Schandtat. Ja. Ja. Würde ich sagen, speichern wir auf die Nummer 2. Oder gehe ich nochmal hoch? Ich weiß halt nicht, ob ich auch so Vasen einfach zerballern kann. Okay, wir machen mal einen Testlauf und ich versuche mal hier so eine Vase abzuknallen, ob das geht. Nope. Ich lade es eh neu, Freunde. Hier haben wir noch Vasen, die hat er auch angequatscht. Das wird nicht gehen. Nee. Das ärgert mich richtig, dass ich den nicht ab... Warum? Ich habe 6 Kugeln in den gejagt. Nee. Okay, ich lade neu. Komm! Laden. Ja, ja, komm. Nummer 2. Okay. Aber der ist ja auch auf diese... Ja, ja, ja. Der ist ja auch auf diese Kommode nicht geklettert. Das bedeutet, ich... Aber wofür ist diese Kommode? Nur um den Zombie einzusperren? Wahrscheinlich schon, oder? Wisst ihr was? Dann gehe ich jetzt nochmal... Da zu dem ersten Zombie, wo der Kollege liegt. Da gehe ich hin. Weil ich glaube, da war noch eine Tür. Ach so, hier war die Statue, genau. Ich habe halt auch dieses... Wofür ist dieses Symbol hier gut? Kombinieren. Okay, das kann ich nicht kombinieren. Oh, heilige Mutter! Wo kommst du denn her? Einfach viel zu ruhig. Oh mein Gott, die Ansicht. Alter, wie cool. Es ist einfach still. Keine Musik. Munition! Ja! Ja! Was? Was? Mehr Objekte können sie nicht... Kann ich das... Kann ich irgendwas rauswerfen? Sag mir jetzt nicht, ich... Das ist nicht dein Ernst. Ich kann das jetzt nicht mitnehmen. Okay, wir merken uns, hier liegt Munition, wenn die 6 Schuss verballert sind. Ey, Alter, es spiegelt sich sogar. Oh mein Gott, so alt und wir können uns spiegeln. Alter, der steht sowas von auf.
Eine Leiche liegt auf dem Boden, so als sei sie plötzlich gestorben. Was zum Teufel ist im Haus vorgefallen? Wir scheinen im Sexzimmer angekommen zu sein. Der Kollege steht nachher so was von auf, Freunde. Alter, ich kann... Ich muss mein Zeug loswerden. Scheiße. Was macht die Pflanze? Kann ich damit mich heilen oder so? Lecker, einfach irgendein Unkraut zupfen und dann ins Fressblatt schieben. Geil. Heilt mich bestimmt. Alter, die Ansicht, das ist so geil, dass das so schief ist. Christian. Können wir hier noch irgendwie was... Nee. Einfach keine Musik, Freunde. Wir konnten hier Munition und Pflanzen, also vielleicht Heilung sammeln. Das bedeutet, hinter dieser Tür... geht wahrscheinlich richtig die Post ab. Wir sehen hier ein paar nackelige Füßchen, Freunde. Soll ich mal schießen? Na? Wo? Hier? Oh mein Gott. So gefällt mir das, Freunde. So gefällt mir das. Warum ist der andere nicht gestorben? Von der anderen Seite geschlossen. Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Warum? Ich gehe jetzt hier rein. Also, wo wir hergekommen sind. Fuck, ey, das kann doch nicht wahr sein. Warum? Der andere ist doch auch gestorben. Okay, wir müssen an denen vorbeirennen. Wir müssen die... Ich schieße jetzt keine Zombies mehr. Der kam von hier. Also nicht. Ja, so gucken, was hier noch ist. Alter. Hier. Ja. Ja, ja, ja. Der Tod ist erst der Anfang. Auf dem Schild. Was? Ich dachte, ich kann hier mein... Ich dachte, ich kann das hier platzieren. Das brauchen sie jetzt nicht. Ich... Fuck. Der Tod ist erst der Anfang. Na, super. Ich will da nicht lang gehen. Wenn ich hier lang gehe, dann fährt dieses Ding hier lang und ich kann nicht mehr zurück. Ich guck nochmal schnell, was bei dem Zombie da war. So, schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er kommt schon, er kommt schon, er kommt schon, er kommt schon. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich gehe nochmal raus. Wie komme ich an dem vorbei? Fuck, der Gang ist so dünn. Der wird mich halt schnappen. Ich könnte halt meinen Dolch hier benutzen und dann habe ich wieder... Nee, habe ich nicht. Wofür habe ich eigentlich das Kampfmesser, wenn das auch nichts ausrichtet? Okay, ich versuche meinen Dolch zu... Ich glaube, ich benutze hier meinen Dolch. Nein, ich bin voll... Nein! Ich hab nicht eh gedrückt. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich... Oh, ich kotz ab, Freunde. Ich kotz. Und noch mehr Munition. Ich muss irgendwie mein... Ist von der anderen Seite verschlossen. Sie haben die Tür aufgeschlossen? Was?
Winch. Ach, weil das war von der anderen Seite versperrt. Ah, verstehe. Das war von der anderen Seite versperrt. Diese Türen können wir aufschließen. Ich brauche unbedingt mehr Platz im Inventar. Wie kann ich das loswerden? Blauer Edelstein. Aktenanzeigen. Das Stars-Handbuch. Das Ausbildungshandbuch. Die Angaben hier beziehen sich auf die Standardsteuerung. Ach, okay. Drücken Sie während des Spiels N. Bei Film oder während eines Angriffs können Sie den Statusbildschirm nicht aufrufen. Ja, das haben wir. Ja, bla bla bla. Wenn Sie auf die Karte ist M. Farblose Räume und unerforschte Räume. Okay. Jetzt mal kurz auf die... Kenneths Film habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ich brauche ja auch einen Videorekorder. Okay. So, das ist die Karte. Das haben wir gerade aufgeschlossen hier. Alter. Aber ich komme ja jetzt an dem auch nicht mehr vorbei. Mehr mitnehmen. Fuck. Aber ich kann... Warum kann... Ich kann halt auch nichts tauschen. Vor allem nimm das Magazin... Okay. Okay, wir müssen irgendwas finden, wo wir interagieren können, damit ich dieses Symbol loswerde, damit ich den Edelstein loswerde. Ich finde es schon mal cool, dass wir hier die Tür geöffnet haben. Das heißt, wir haben jetzt, wir kommen da schnell in den Raum. Dann gehe ich jetzt hier nochmal zurück. Hier oben schon alles angeguckt? Von der anderen Seite verschlossen. Kurz auf die Karte kicken. So, hier haben wir schon alles gefunden. Das ist natürlich auch cool zu wissen. Aber ja, die Türen waren... Was ist hier? Sie können vor Dunkelheit und Nebel nichts erkennen. Wir brauchen Schlüssel, Freunde. Wir brauchen Schlüssel. Was ist denn das hier? War ich hier schon? Stimmt, oder? Ja, okay, das war hier. Nochmal kurz checken. Na gut, hier haben wir auch schon alles gefunden. Schreibmaschine. Aber hier und hier muss noch was sein. So, da geht anscheinend... Genau, das ist hier. Also hier müssen wir irgendwann nochmal langkommen. Irgendwie müssen wir das hier aufkriegen. In Form einer Pfeilspitze. Wir wissen, wo der Pfeil ist. Auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich jetzt Platz hätte, könnte ich hier weitergehen. Aber nein. Mein Inventar ist ja voll. Okay. So. Hier war nochmal rein. Dann gehe ich nochmal in den Speisesaal. Right? Weil da ist irgendwas noch nicht. Oder ist das jetzt
Ja doch, genau, Speisesaal. Da fehlt noch irgendwas. Was man machen könnte, ist vielleicht in OBS den Cursor deaktivieren in der nächsten Folge. Ich glaube, geht das bei OBS? Ich glaube, das ging, dass man den Cursor nicht anzeigt, weil ich brauche... Na gut, außer im Menü, da sieht man halt keinen Cursor, das ist ein bisschen weird, aber dann hampelt der hier nicht die ganze Zeit im Bild rum. Ja, ja, komm. So, hier muss noch irgendwas sein. Was haben wir noch nicht entdeckt? Kopf und Brust, ist das unten... Ist das wichtig? Ist hier hinter dem Vorhang... Ich muss meinen Kram loswerden. Unbedingt! Auf dem Boden sind Blutflecken. Ja, komm. Ja, 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 ist gut. So, hier noch irgendwas. Irgendwo war noch eine Einbuchtung. Aber ich bin halt davon ausgegangen, dass wenn ich irgendwo interagieren kann... mit den Objekten, die ich habe, dass das dann automatisch angezeigt wird. Oder muss ich dann ins Inventar gehen? Weil ich hatte doch schon mal irgendwo was mit Einbuchtung gelesen. Aber hier ist doch nichts mehr. Was liegt hier? Ist nur so ein Becher? Bin ich eigentlich... Wartet mal, ich gehe nochmal hier lang. Ich gehe nochmal da lang. Der Otto... Oh Gott, da ist er ja! Oh! Junge! Komm mal, nein! Oh, die Steuerung! Holy shit! Ich lock den jetzt hierher. Dann renne ich hier an ihm vorbei. Na komm! Ich hoffe, es klappt. Es klappt nicht, wie ich es mir... Doch, es klappt! Nein! Steuerung! Du Schwein! Verdammte Steuerung, ey! Hier ist alles... Genau, 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 genau! Nein! Hier runter! Na. Oh. Ja, ja... Du bist müde, ich weiß, aber... Scheiße, nee, hier ging's nicht weiter. Fuck. Oh, nein, hier war es zu. Scheiße. Oh Gott, und der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der ist schon da, ne? Ich versuch mal hier in der Ecke, ob ich... Nee, das wird nicht funktionieren. Ich probier's. Ja, es funktioniert! Geil! Okay. Okay, okay, wir gehen hier lang. Ich weiß es nicht mehr, Freunde. Wie war... Nee, wir sind doch hier lang, oder? Ich komme schon durcheinander. Ach, hier, genau. So, lass mich hier nochmal auf die Karte gucken. Hier liegen noch Lachen... Hier liegen noch Sachen, die können wir aber nicht mitnehmen. Okay, ich muss hier zurück. Ich gehe... Ich... Ich gehe hier zurück. So, 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 so. So, wir gehen. Und dann kommen wir wieder in den Speisesaal, wenn wir hier weitergehen. Das Ding ist, wo war die Tür mit der Einbuchtung? Und hier war noch die... Oh, Freunde, ich...
hier war ja auch noch das Ding mit der Falle. Das Problem ist, wenn ich jetzt da sterbe, das ist hundertprozentig ist das eine Falle. Wenn ich da reingehe, ich komme nicht mehr zurück. Ich will aber auch kein... Wir probieren's. Wenn ich da drauf trete, oder? Möge, wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Das ist nicht dein Ernst. Auf dem Schild ist eine Inschrift, der Tod ist alles. Wie kriege ich Platz in meinem Inventar? Wie? Wir haben hier den ersten Schlüssel und ich kann ihn nicht mitnehmen. Das Einzige, was ich machen kann, ist speichern. Und dann habe ich dieses Feld frei. Was anderes bleibt mir nicht übrig, Freunde. Ich gehe speichern. Was soll der Geiz? Ich gehe speichern. Und dann nehme ich mir den Schlüssel und damit kann ich auch wieder ein paar Türen aufmachen. Hoffe ich. Der kommt hier da. Ich gehe doch den Weg zurück. Ich gehe doch hier lang zurück. Weil hier habe ich mehr Platz, dem Zombie auszuweichen. Geil wäre, wenn ich jetzt einfach zurückgehe, speichere und die Munition mitnehme. Ich sag euch, irgendwann ist dahinter ein verdammter Zombie. Jetzt schnell, er ist nicht da. Komm. Und ich gehe hier speichern. Es hat keinen Zweck. Wir brauchen Platz im Inventar. Eine alte Schreibmaschine. Möchten Sie speichern? Ja. Wir speichern. Auf die Nummer 3. So. Und wir haben einen freien Platz im Inventar. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von Resident Evil. Bis dann. Ciao.